Opel Flextreme is a concept studio based on the E-Flex technology, the E-Flex platform. This shows the Opel design language, which is now in the future, our modern, dynamic form language with very sculptural Oberflächen, a very dynamic Auftritt, a very progressive form. Man sieht traditionelle Opel-Merkmale wie der Bügelfalz in der Haube, der Trapezoid Grill. Die ganzen Design-Elemente in der Front sind aber neu konfiguriert, dank der neuen Technologie, die damit ist, das neue Packaging. Zum Beispiel diese einzigartigen Scheinwerfer zeigen auch die modernste LED-Technologie. An der Bodyseite ein sehr dynamischer Tick in die Feature-Line. Und wir haben jetzt auch eine neue Art, die Türen aufzumachen, auch neue Türkonzepte. Handberuhigung, öffnen sie und öffnen bis zu 90 Grad eine Vordertür. Und was jetzt einzigartig ist, ist auch der Hintertür. Die gleiche Technologie geht auch komplett 90 Grad auf, um optimaler Eintritt zu das Fahrzeug zu benutzen, ob es Vordersitz oder Hintersitz. Im Heckbereich des Fahrzeugs haben wir auch eine neue Art für uns die Heckklappe aufzumachen. Und zwar wir haben links und rechts zwei Flügeltüren, die perfekte Zugang zum Kofferraumbereich machen. Man kann von beiden Seiten perfekt ins Kofferraum gehen. Und zwar wir haben im hinteren Bereich eine Stoßfänger, ähnlich wie beim Corsa und Antara, eine Ablagemöglichkeit gefunden. Jetzt nicht für Fahrräder, sondern für zwei Segways. Im Interior ist dominiert von einem breiten panoramischen Display. Das integriert die drei Kameras, Rückprojektionskameras, sowohl wie vorne. Wir haben keine normalen Spiegeln, sondern integrierte Kameras an Bord. Und dadurch haben wir diese Möglichkeit, volle Panorama zu zeigen von Rückspiegeln. Bei Live-Feed kann man jetzt sehen, links, Mitte und rechts die Rückblick. Das kann man auch in volle Panorama benutzen. Man kann auch alle Informationen, die man braucht, hier zeigen, wie Message, Temperaturen, das ganze Infotainment-System. Das ist auch reconfigurable, das heißt, man kann via einem Computer das so gestalten, als zu einem Geschmack. Die Bedienelemente finden sich im Mittelkonsolbereich über einen touch-sensitive Screen. Und hier kann man direkt alles steuern, was da oben ist. Das einzigartige Gangschaltung mit dem Touch-Sensitive Display erlaubt viel mehr Freiheit auch im Konsolebereich. Die Batterien sind in diesem Bereich gelagert und zwischen diesem Platz haben wir die Möglichkeit, jetzt ein Ablagefach zu bringen, der gleichzeitig auch eine Ladestation ist für Mobiltelefone, MP3-Spieler und so weiter und so fort. Das gleiche haben wir auch im Heckbereich zwischen die beiden einzelnen Sitzen. Die Sitze sind sehr effizient gestaltet, um Leichtbautechnik auch zu benutzen. Und wie man auf die Stoff sieht hier, haben wir als Designelement eine Wabenstruktur, eine Honeycomb-Struktur benutzt. Ist auch eine sehr leichte Struktur aus der Natur. Es wiederholt sich im Bodenbereich, im Tunnelkonsolebereich, sogar bis ins Detail auf die Nabung von der Amateurentafel. Im Instrumentenbereich hat man zwei Hauptinstrumenten, einmal Geschwindigkeit, auf die andere Seite eine Information, der Batteriezustand zeigt und auch wie effizient der Fahrzeug gerade fährt, beziehungsweise Ladezustand zeigt. Opel Flextreme ist für Opel ein Icon für High-Technologie, für den E-Flex und auch die moderne Designsprache von Opel.